So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grid und es geht weiter heute mit dem 1960s Phaser Part 1 und am Montag im zweiten Teil noch, aber noch zweiter Teil, ja, passt, und danach geht's am Dienstag weiter mit der International History GT-Serie. Okay, geht jetzt gut weiter, auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt an, ja, los geht's. Silverstone 2009er Grand Prix Circuit. Ja, das ist das gleiche Rennen wie beim letzten Mal. Der Auftakt eben gestern in der Serie. Da ging ja auch hier Silverstone der Auftakt los. Naja, mal schauen. Wie viele Runden? Kristen, es ist wie immer ein Vergnügen, dich hier zu haben. Und falls Sie Kristen nicht kennen, sie ist zweifache Weltmeister. Zwei Runden diesmal. Die Kurve auf 10, wir starten wieder mal wie gehabt auf 14. Schön die Hütchen damit kassiert. Ja, ich komme an dem Typ hier nicht vorbei, ne? Über zwei Runden wollen wir ja hier holen. Bei dem ersten Rennen hat er ja tatsächlich gut aufgeholt, das hier Kollege. Wir haben es ja dann nach der dritten Runde auch gewonnen, aber hier sind sie. Hier sind es ja auch noch ein paar Runden mehr. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Schade. Nein, das ist auch nicht die Ziellinie. Da ist noch einer durchgehüpft, ey. Kann man so. Ich krieg diesen. Also es ist nicht mehr so einfach, hier durchzufliegen. Der ist schon mal. Weg, jetzt haben wir einen zweiten. Jetzt haben wir uns den ersten noch da vorne. Schade, nicht mehr in dieser Runde. Das ist die letzte Runde jetzt. Hol dir die Führung. Das ist die letzte Runde. Jetzt unser Beste ist Angreif. Happy. Die Kollegin nur auf der 12. Ich bin relativ gut auf 10 gestanden, aber dann gut durchgereicht. Kurven. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und die Kollegen kaum Punkte holen. Aber wir werden das Ding jetzt hier rocken. Ist das schon das Ziel? Ja.
Und dann gehört uns auch hier Silverstone. So, ja, haben wir es geschafft. Ich glaube, aber sind wir durch? Oder haben wir noch einen Rennen? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist aber schon das letzte Rennen. Ja. Der erste Teil ist durch. Der zweite Teil sehen wir uns am Montag dann, ne? GT haben sie gehabt. Okay, es waren andere Autos. Ich dachte, es wäre jetzt rein Serie, rein diese Ferrari, aber tatsächlich nicht. Gut, und wir sehen uns dann wieder morgen mit dem zweiten Teil dieser Face-Off-Serie.